Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eckleute, zu einem neuen Part. Pokémon Schwert mit dem Zwergenfürst. Ich mach die Musik mal ein bisschen leiser. Sorry. Na dann, seid gegrüßt zu einem neuen Part. Im letzten Part haben wir hier das ganze Endinalos und legendäre Pokémon Battle überstanden. Und jetzt geht's. Ich glaube, wir haben sogar ein Team. Ich habe es offscreen sogar gleich mit ins Team mit reingenommen. Endinalos. Die finstere Nacht, der finstere Schlechter. Ja. Und jetzt geht's auf zum Champ Cup in der Arena von, ja, Score City. Reden ist heute auch wieder mal nicht meine Stärke zu Anfang dieses Parts. Ich hoffe, es wird noch besser in diesem Part. Und zu Fuß geht's auf zur Arena und dann geht's schnurstracks auf. Schnurstracks, wo habe ich das Wort wieder aufgeschnappt? Da ist Zwergenfürst, ich feuere euch beide an. Lasst euch nicht unterkriegen. Die Entscheidung rückt näher, ich bin so aufgeregt. Hast Challenger Zwergenfürst, los, du schaffst das. Alle feuern mich an. Großartig. Gut, der Champ-Kampf steht an. Nicht nur der Champ-Cup, sondern der Champ-Kampf. Oh, und da sehe ich schon hier hübsche Plakate von meinem Starter-Pokémon. Und von mir. Bist du bereit, Stelion herauszufordern? Ja, ich werde ihn besiegen. Dann zieh bitte deine Uniform an und begib dich zum Kampfplatz. Wow. Hübsches Logo. Gleich geht's los. Stelion, du bist unser Champ. Zwergenfürst, mach ihn fertig. Champ, los, Stelion. Mach schon, du schaffst das, Zwergenfürst. Wir werden beide Seiten angefeuert. Na, großartig. Und der Herausforderer betritt den Platz. Ja, Sprache ist wirklich heute. Ja, verzeiht es. Ist normal bei mir. Champ Delion. Meine Kämpfe sind ja immer ausverkauft. Aber so ein begeistertes Publikum hatte ich noch nie. Das liegt sicher daran, dass alle wissen, was du vor 3 Tagen geleistet hast, Zwergenfürst. Ach ja, stimmt das mit Endinalos. Es ist schon 3 Tage her. Also im Spiel. Du hast Endinalos gefangen und die Zukunft der Galar-Region gesichert. Danke, dass du an alle nochmal daran erinnerst, dass ich es getan habe. Du hast an der Seite der legendären Pokémon Zacian und Zamazenta gekämpft. Das macht dich zu einem waschechten Helden und einem wahrhaft würdigen Gegner. Oh, wie ich sehe, hast du Endinalos in deinem Team aufgenommen. Ach, das bemerkt er gleich, das ist ja großartig. Ich muss es also nicht nur mit dem allerbesten Trainer aufnehmen, sondern auch noch mit dem allerstärksten Pokémon. Das wird spannend. Dann mal los, Zwergenfürst. Liefern wir uns einen Kampf, der in die Geschichte der Galar-Region eingehen wird. Oder besser, liefern wir uns einen Kampf, der die Zukunft Galars für immer verändern wird. Lass uns diesen Kampf so richtig genießen. It's Champ Time! Das ganze Feld eingeblendet. Ja, der Finalkampf gegen Champ Delion kann beginnen. Der Champ der Galar-Region fordert dich heraus. So sieht's aus. Champ Delion fordert dich heraus. Durengard ist das erste Pokémon, was einen Kampf schickt. Rufus. 6 Pokémon gilt es zu besiegen. Das Publikum zu begeistern ist Teil meiner Rolle als Champ. Okay, na dann, standardmäßig mit Brandstempel. Phoenix Shield. Okay, Brandstempel, na komm. Schützt dich selbst, oha. Ach, das fängt ja schon spitzenmäßig an. Gut, Brandstempel, na komm. Ewig kannst du dich nicht schützen. Irgendwann musst du angreifen und dann schlag ich zu. Lichtkanone. Oha. Das ist ja nicht übel. Brandstempel. Das ist auch nicht übel. Gar nicht schlecht. Das war sehr effektiv. Was anderes hätte ich auch von dir nicht erwartet.
So Lichtkanone, oha. Ich würde gerade sagen, nochmal Brandstempel. Aber da war es im Rufus geschehen. Ja gut. 1:0 für... Ja, für den Champ. Mal schauen, wie viele Anläufe ich hier brauche. Für den Champkampf. Ob er mich gnadenlos besiegt oder ob ich es dann doch noch schaffe. Los, Morden, Feuerball. Nice. Da waren es nur 5. 1:1. Nice Leben für Mordi. Großartig. Maxax. Ich möchte weiterkämpfen. Ich gebe niemals auf. Großartig. Die Musik ist ein bisschen laut. Ich kann sie gerade nicht leiser stellen. Ich hoffe, ich bin zu hören. Meine Stimme ist einigermaßen. Ja. Verständlich. Erdbeben. Die Musik haben sie ordentlich aufgedreht. Oha, Mordi. Mit sehr effektiven Angriffen werde ich mir den Sieg holen. Ich merke schon. Oha, da brauchen wir wahrscheinlich den ein oder anderen Beleber noch. Los, Becky, Flug. Versuch's mal mit dem Flug-Pokémon. Was wollte ich damit sagen? Oha. Die Stimmung. Sie brennt. Sturzflug. Wutanfall. Okay, Blick jetzt aus. Na komm, Sturzflug. Zeig mir, was ein wahres Kramer ausmacht. Junge, nicht schlecht. Kann sich sehen lassen. Na komm, Sturzflug. Wutanfall. Halt durch. Das könnte knapp werden. Jo, sehr knapp. Na komm, Sturzflug. Lass das auch knapp werden. Naja. Blick besiegt. Oh, Rückstoß oder was? Oh wei. Ich glaube, wir sollten jetzt mal langsam Minlein reinschicken und da mal für einen Beleber sorgen. Top-Beleber, okay, 4 haben wir. Ich heb's mir aber erstmal auf. Ich würde Rufus mal heilen. Und Modi dann als nächstes, aber erstmal Rufus. Oh wei. Ach du Schreck. Jetzt muss man taktisch nachdenken, was jetzt hier am besten ist. Oh wei. Ja, die Effektivität wird jetzt hier natürlich nicht mehr angezeigt. Und wird Andy Nanos das rocken müssen? Oder was? Na komm, die Menge jubelt dir zu. Top-Genesung, ach du Schande. Ja gut, das geht jetzt natürlich auch. Das war jetzt natürlich möglich. Ach du Scheiße. Ja gut, das war jetzt nicht gewollt. Also ich habe auch eine Top-Genesung. Los, Rufus. Ich weiß nicht, wie viel das helfen wird, wie viel das bringen wird. Oh wei. Au, Kacke. Die Karten stehen schlecht für mich. Momentan. Los, Prof und Indina los. Ja gut. Mein Level sieht unter Pokémon aus. Mein Pokémon sieht unter Level aus. Pokémon-Team. Aqua-Durchstoß. Na komm. Erdbeben. Auwei. Ich sehe schwarz. Na komm, Prof. Ja, Wasserattacke auf Drachen, das ist auf Maxnax. Ein Volltreffer nicht schlecht, Challenger. Naja, schon. Irgendwie. Aquaknarre. Ja, das wird wahrscheinlich nichts mehr. Auwei. Schreit nach einem zweiten Anlauf. Okay, Endinanos. Das stärkste Pokémon, aha, verstehe. Es bedarf wohl noch ein bisschen Offscreen-Trainings. Ja.
Dynamax-Kanone. Warum nicht? Kabums. Mit Würde zugrunde gehen. Oh, okay, das hat reingehauen. Und wird Indy Nanos das rocken? Das ist jetzt ein bisschen unfair, mit Indy Nanos das zu rocken, aber... Ja, gut. Was muss, das muss. Dynamax-Kanone. Das wäre ein bisschen gecheatet, aber... Ich nutze die Mittel, die mir zur Verfügung stehen. Okay. Pantifrost überlebt. Indy Nanos nicht so sehr. Ein Volltreffer. Au wei. Ich habe nichts mehr zum Wechseln. Ich habe nichts mehr zum Auswechseln. Zeit für einen Top-Beleber. Indy Nanos ist hier unser Star. So sieht's aus. Mordi einmal mit Top-Beleber. Damit wir was zum Wechseln haben. Oha. Ja, mit Indy Nanos ist es gleich vorbei. Ja, das war's mit dem stärksten Pokémon. Das ist irgendwie in meinem Team jetzt gar nicht mehr so stark. Das ist irgendwie... Ja. Das ist auch irgendwie ein bisschen unlogische Sachen in Pokémon. Kann der Millennifikate auch mal in sein Video mit aufnehmen. Das ist unlogische Dinge in Pokémon. Ja, ich nutze mal hier Doppelleber, Indy Nanos. Ich setze jetzt die Hoffnung auf Indy Nanos. Das kann eine fälschliche Hoffnung sein, aber gut, halt durch Molly. Ja gut, das ist jetzt das Top-Genesung. Jau, ich bin ordentlich am Schützen. Psychokinese. Das muss nicht gut gehen. Wie gesagt, das schreit nach einem zweiten Versuch. Feuerball, na komm. Hau rein. Pantifrost besiegt. Okay, sehr gut. Da waren es nur noch wie viele? Oh, weil. Sieht das jetzt aus? Inteleon. Ja, gut. Der Kampf der Giganten. Drei hat er noch. Drei hat er. Ja, gut. Schnell Risikodecke. Präzisionsschuss. Oh, ja, gut. Gute Nacht. Sag ich da mal. Mordes besiegt. Jetzt müssen wir taktieren. Indy Nanos. Du bist dran. Oh man. Spannend wird's auf jeden Fall jetzt hier. Was hast du jetzt eingesetzt? Ach du Scheiße. Tränendrüse. Okay. Was habe ich jetzt hier geklickt? Giftstreich. Das kann's doch nicht. Nein. Na komm. Dynamax-Kanone. Tränendrüse. Okay, was soll dir das helfen? Defensive Attacken. Dynamax-Kanone. Na komm, hau rein. Attacke. Volle Möhre. Okay, da habe ich mir mehr drunter vorgestellt. Drachenpuls. Tränendrüse. Okay, setzt du mal nur weiter defensiv ein. Das gibt mir eine Chance zu gewinnen. Na komm, Drachenpuls. Großartig. Da waren es nur noch zwei, wenn ich richtig gezählt habe. Puh-ha. Wen haben wir denn da? Katapultra. Puh-ha. Ich nehme mal einen Top-Beleber zur Sicherheit. Blacky. Feuerodem. Halt durch. Halt durch, mein Freund. Mein Freund Monster. Dynamax-Kanone. Sind nur noch zwei Pokémon. Können wir noch zweimal einsetzen. Na komm. Dynamax-Kanone. Hau rein.
Mach's alle. Episch, diese Attacke. Sieht großartig aus. Manchmal wirkt sie nicht so großartig, aber... Huha. Stoppgenesung. So viel Action, so viel Spannung am Abend. Am Mittag, wie ihr seht. Oh wei, durchhalten. Durchhalten. Das ist ein Befehl. Durchhalten. Noch ein Puls. Oh Mann. Na komm. Na komm. Sehr gut. Noch ein Puls. Na komm. Mach den ganzen ein Ende. Okay. Mach den ganzen ein Ende. Darunter verstehe ich eigentlich was anderes, aber gut. Breitabgenesung haben wir noch. Na komm, Andy Nonas. Andy Nalos. Ein starker Weltenzerstörer. Du brauchst das. Doch ein Puls. Na komm. Voll Odem. Aushalten. Die Macht ist stark in dir. Paralysiert. Ach, das gibt's doch nicht. Doch ein Puls. Oha. Da war's noch einer. Die Spannung steigt. Die Menge ist am Kochen. Weiterkämpfen. Ja gut. Mein Champ-Time ist noch nicht vorbei. Das lasse ich nicht zu. Glurak. Ja, das legendäre Glurak. 65. Level 65. Top-Genesung. Na, dann werden wir mal sehen. Level 65 ist nicht ohne. Ich zeig dir jetzt mal, was Glurak drauf hat. Giga Dynamax. Giga Dynamax Glurak. Oha. Ich bin gespannt. Attacke. Nice. Na komm, Giga Dynamax. Andy Nanos. Deiner Düse. Au. Okay. Das sieht ja ziemlich klein aus. Ziemlich mickrig im Vergleich. Okay, kann gar nicht. Kann gar nicht riesig werden. Wie schade. Deiner Brocken. Ja gut. Der darf zweimal hintereinander. Das ist einfach unfair. Na komm. Es lebt noch. Attacke. Sandsturm. Dynamax-Kanone. Jetzt will ich volle Power sehen. Mach's alle. Ja gut. Ja gut. Alle Achtung, Andy Nanos. Den Top-Beleber haben wir noch. Den kann Becky gleich einsetzen, wenn sie dran ist. Phew. Andy Nanos rockt jetzt hier. Die Show. Durchhalten. Starkes Monster. Gleich haben wir es, gleich wird es wieder klein. Sehr gut. Jetzt können wir wieder auf Augenhöhe kämpfen. Mega stark Storak gegen Weltenzerstörer. Drachenpuls. Ich nehme mit meinen Drachenattacken hier. Luftschnitt. Autsch. Na komm, Drachenpuls. Ich würde gerade sagen, das könnte was werden. Gut. Und was habe ich noch für Tränke da? Wie Tränke habe ich hier noch? Ninos, kämpf weiter. Enginalos. Ich spreche den immer falsch aus. Oh wei, Luftschnitt. Ja, das bringt noch nicht so viel. Hypertrank. Wollte ich gleich mehrere Hypertränke. Na komm. Luftschnitt. Halte durch.
Ein Volltreffer wäre jetzt nicht so gut. Sandsturm legt sich sehr gut. Sofern er gleich nicht noch einen Supertrag einsetzt. Das wäre schade für uns. Sind wir gleich wieder kampffähig. Ja gut. Ein Volltreffer. Du kannst aufs Pokémon-Kämpfen nicht fliegen. Ja, das hatte ich nicht vor. Drachenpuls, na komm. Noch einmal. Bevor du wiederbelebt wirst. Drachenpuls. Das bringt dir irgendwie nicht so viel bei Glurak. Schon ein bisschen. Oh, im roten Bereich. Na komm. Feuersturm. Ja, das wird's gewesen sein. Blacky ist dran. Sollen wir Blacky kämpfen lassen? Ja. Riskant. Und wenn er jetzt noch einen Beleber einsetzt, wenn der jetzt einen Trank einsetzt, sind wir am Arsch. Okay, zur Sicherheit Top-Beleber. Und dann im zweiten Zug. Engineer Lost wieder geheilt. Ja, die Top-Beleber können wir verschwenden. Wofür brauchen wir die jetzt noch? Gut, du bist wieder dran. Engineer Lost, mein letztes Pokémon. Ja. Einwechseln. Gib alles. Und der kann zwar leider kein Giga Dynamax, was ich wirklich schade finde. Aber er kann diese Attacke. Drachenpuls. Na komm. Mach's zu Ende. Nice. Da haben wir's geschafft. Glurak besiegt. Champ besiegt. Champ Delion wurde bezwungen. Besiegt. Großartig. Das war ein Kampf. Das war ein bisschen knapp, aber wir haben es dann doch geschafft. Das war's mit meiner Champ Time. Danke für den besten Kampf meines Lebens. Du gewinnst 31.200 Pokémon-Dollar und gehst siegreich aus dem Kampf gegen den Champ der Geiler Region hervor und bist nun selbst der Champ der Geiler Region. Ja. Die Musik war ein bisschen laut und die Stille danach umso leiser. Und wir haben es geschafft. Meinen Glückwunsch, Zwergenfürst. Du hast es geschafft, den unschlagbaren Champ zu besiegen. Damit gehört der Titel dir. Du bist wirklich ein sensationeller Pokémon-Trainer und dafür sollst du gefeiert werden. Der unschlagbare Champ ist geschlagen. Jetzt, da du so stark geworden bist, ist es an der Zeit, dass ich selbst in Zukunft auch wir Erwachsenen sollten die Gegenwart von kommender Zeit verbessern. Zwergenfürst, versprich mir, dass du so weitermachst. Glaub an dich, glaub an deine Pokémon. So kannst du die Zukunft nach deinen Träumen und Wünschen gestalten. Bewohner von Gala, ihr alle seid gerade Zeugen von der Geburt eines neuen Heldens geworden. Zwergenfürst ist neuer Champ. Feuerwerk. Juhu. Wer so stark ist wie er, kann so einiges in Bewegung setzen. Alles ist möglich. Lasst uns gespannt verfolgen, was in deiner Zukunft noch also passieren wird. Juhu. Credits. Director. Arts Director James Turner. Oh ja, da haben wir jetzt die Credits. Das Spiel ist aber noch nicht vorbei. Es gibt noch ein, zwei Parts. Es gibt, glaube ich, noch ein kleines bisschen was in der After-Story. Also den Hauptteil des Spiels haben wir jetzt... Ja, wir haben den Champ Cup bestanden. Wir haben den Champ besiegt. Ja. Die Credits von Pokémon Schwert. Die achte Generation. Die Gala-Region. Haben wir es quasi schon durchgespielt. Joa. Das war zum Ende noch ein wenig schwitzend im Champ-Kampf. Das war jetzt hier
Nicht ganz ohne. Es war schon trocken für meine Pokémon. Ja gut, die waren auch ein bisschen unterlevelt. Ein klitzebisschen. Ein Dinolos hat es jetzt noch ein bisschen rausgerockt. Zum Glück habe ich mich noch entschieden, die nun noch ins Team mitzunehmen. Ein klitzebisschen schummeln, aber ja, ist beim Let's Play jetzt hier mehr Show als Können. Das ist ja... Zwinker, Zwinker. Ja. Ist ja nicht geschummelt. Da steht mehr zu. Ich kann ja... Ich habe ja die Funktion. Ich habe den mir nicht aus einem anderen Pokémon-Spiel geholt. Das ist... Endina, das gehört ja mir. Das habe ich gefangen. Wie gesagt, trotzdem irgendwie... Ja. Der Kampf mit den zwei Legis, das der war... kaum zu besiegen, das Endilos, und jetzt habe ich das im Team und ja, habe da Mühe, gegen einen Glurak zu gewinnen, also ja. Das mit den Legis, die Legis mit ins Team nehmen und damit kämpfen, das hat, ja, das ist grundsätzlich ein bisschen in Sachen Logik, ein bisschen, ja, ein bisschen unlogik behaftet. Ja, was soll man zum Spiel sagen? Soll ich jetzt schon ein Fazit dazu geben? Wäre jetzt der Zeitpunkt dafür? Ja, was soll ich sagen? Spaß hat es gemacht, auf jeden Fall. Also, das ist... war auch ein gutes Spiel. Also... haben wir schon, wie wir schon in der Naturzone... Lal. Stotter. Wie wir schon in der Naturzone in diesem Part gesagt haben. Nicht in diesem Part, sondern in dem Part, wo wir in der Naturzone das erste Mal waren. Wo ich da schon erwähnt habe, ja, es gab im Vorhinein, vor dem Release des Spiels, der ist jetzt schon einige Zeit her, ich habe das Let's Play ein bisschen in Länge gezogen, ja, vor dem Release des Spiels war es so ein bisschen, da war es wegen der Grafik so ein bisschen Hate, teilweise gerechtfertigt, teilweise ungerechtfertigt, ja, also, wie schon erwähnt, mir geht's bei Pokémon-Spielen vor allem weniger um die Grafik als um, ja, auch um die Logik. Also bei aller Liebe zu unlogischen Dingen Pokémon, Grüße an Nanificate, falls das eines Tages hört, hoffentlich nicht. Ja. Auch das unlogische Pokémon, ja, das ist, Pokémon soll Spaß machen, Pokémon ist ein gute Laune-Game, das soll jetzt, das soll da nicht irgendwie ernsthaft irgendwelche, oh, Arena-Orden. Danke an alle. Und es hat Spaß gemacht, sollte Spaß machen, es hat Spaß gemacht, ja. Woolies. Nice. Nein. Kein Ende. Nein. Das ist noch nicht das Ende. Dieses Parts vielleicht. Gleich. Aber. Noch ist es nicht zu Ende. Da haben wir nochmal das Intro des Spiels. Jo. Ah, ist kein Intro. Das ist. Spiel fortsetzen. Da haben wir nochmal das ganze Team, was uns im Champ Cup, im Champion, ja, im Champ Kampf, nicht im Champ Cup, begleitet hat. Da haben wir Prof, da haben wir Rufus, da haben wir Blacky, da haben wir den Mordi und da haben wir Endinalos. Ja, und Zwergi, der Trainer des Pokémon Teams. Der neue Champ der Galar-Region. Joa, so sieht's aus. Und wir setzen das Spiel natürlich fort. Das wird natürlich im nächsten Part weitergehen. Da gibt's noch einiges zu entdecken. After Story, ich komme. So sieht's aus. Aha. Ding Dong. Und wer ist denn da?
Der Professor, die Professor. Post ist geschafft. Du bist der neue Champ. Herzlichen Glückwunsch. Hier, das ist für dich. Zur Feier deines Titels. Du erhältst einen Meisterball. Du verstaust das Item, der in der Pokémon-Tasche. Der beste Ball, damit fängst du garantiert jedes wilde Pokémon. Aber Professor Magnolika, sie hätten doch nicht extra herkommen müssen. Zwentfast hat so viel für uns getan. So viel vollbracht. Das ist das Mindeste, das ich tun kann. Die Wundsterne, die das Dynamax-Phänomen verursachen, sind Teile von Endinalos. Als Endinalos erwachte, wurde also die Region mit der Energie durchströmt, die für Dynamax nötig ist. Hätte niemand eingegriffen, wäre Galar eine Horde ungezügelter Dynamax-Pokémon zum Opfer gefallen. Aber Zwergenfürst und die anderen haben uns alle gerettet. Nun ja, das Dynamax-Pokémon-Phänomen, nicht Pokémon-Phänomen, das Dynamax-Phänomen ist schon seit langem ein fester Bestandteil der Kultur Galars. Ich wünsche mir, dass diese Kraft in Zukunft nicht mehr missbraucht wird. Es dann, Zwergfürst, lebe dein Leben, wie du es für richtig hältst. Nun sei ein guter Champ. Professor Magnolika hat sich so intensiv mit dem Dynamax-Phänomen beschäftigt. Kein Wunder, dass sie sich solche Gedanken um die Taten des Liga-Präsidenten macht. Aha. Okay. Naja, also in Sachen legendäre Pokémon, da soll es noch was geben. Knospis. Ja. Legendäre Pokémon, die werden wir noch begegnen. Ja, aber fürs Erste ist das doch ein ganz guter Screen. Dort, wo alles begann, beenden wir diesen Part von Pokémon Schwert und Schild. Nicht das Let's Play, es geht weiter im nächsten Part. Aber ja, die Hauptstory des Spiels haben wir hiermit beendet. Und damit beende ich auch die Hauptstory des Let's Plays. Ja, bis zum nächsten Part. Ich drücke mich nach oben, sollte es euch gefallen haben. Lasst den Abo da, wenn ihr neu seid. Und man sieht sich. Haut rein. Ciao, ciao.